Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer Folge Sims 4 mit unserem Timo und er ist kurz vor Geburtstag, wenn ich das mir so richtig ja, kurz davor. So, es ist etwas Blödes passiert. Ich habe gestern hier extra laufen lassen, damit wir schneller an das Geburtstag kommen. Bin leider, ich habe dann die Maide im Gronkh geguckt, habe mir ein bisschen die Beine hochgelegt, habe gedacht, lass mal laufen auf normale Geschwindigkeit. Das lief dann auch alles wunderbar. Die KIs haben das getan, was sie tun mussten und so. Also war alles geklappt. Ja, aber dann irgendwie ging dann bei mir die Lichter aus, irgendwie ganz unverhofft und ungeplant. Und als ich dann wieder wach wurde, es dann auch irgendwie halb vier war, ja, dann war dann die Dusche kaputt, der Kühlschrank kaputt, der Herd kaputt. Die Familie war total schmuddelig heruntergekommen, hatten kein Geld mehr, haben immer noch kein Geld mehr. Und ja, das war ja nicht so schön. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir den Kahn aus dem Dreck ziehen. Wir brauchen irgendwie noch ein bisschen Geld, aber ich kann jetzt das. Braucht sie? Und kann ich jetzt noch irgendwo Geld herholen? Wir verzichten erstmal auf das Radio, dass wir ein bisschen Geld hier haben. So, hopp, das Radio muss leider. Das Radio muss leider dran glauben. Tschüss, das bringt uns aber ein bisschen Geld in die Tasche. So. Leider ist das so. Wir sind pleite. Wenn man pleite ist, verkauft man damit. So, okay, jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld da. Dann machen wir wieder einiges bezahlen. Tut mir natürlich leid für so den. Kleinen. Achso, wie war es mit dem Drehen? Das war so. So, da tun wir es mal dahin. Na, no, dann packen wir das Bett. Das ist auch ein bisschen anders hin. So. So, alles klar. Kleine Änderung, ne? So. Okay. Alles klar, da haben wir. Und dann gehen wir wieder auf den normalen Modus. Nein, das möchte ich jetzt gar nicht. So. So, und. Und mal schauen. Kasana. Trouble no wangle. Ich glaube, hier ist ein Spaßpegel, weil er gerade runter. Das kann man hier vielleicht. Lass ich. Freundlich. Nach der Weltfrage. Oh, du mal unsichtbar. Freundlich. Bitte zu spielen, so. So. Ich hätte mal ein Foto machen sollen, wie dreckig die aussahen. Alter Schwede, das war echt böse. Ich habe vielleicht kein Foto gemacht, aber habe ich ein Foto von gemacht. Müsste ich nachgucken. So. Da steht an der Tür. Ich kann ja nicht so schlecht die Kamera ausrichten hier. So, hier. So, nochmal zum letzten Mal, bevor er groß wird. Dann wird er ein Schüler, ne? Das ist Kleinkindzeit vorbei. Eine große Geburtstagsfeier können wir nicht. Wir haben zu wenig Geld. Das geht nicht. So, das ist ja Spaß. Gleich wieder hoch. Wunderbar. Und seine auch wahrscheinlich. So, Freunde, können wir was erzählen? Bin zu spielen, fragen, warum? Ja, warum fragen? Sind immer toll. Warum fragen? Sind immer toll. Ja. Romantik wegchecken. Aktion, was haben wir hier? Aktion. Und dann zu. Und ein Bild. Nein, anderen zu. Nee. Okay. Oh, was ist denn für große Augen? Dachte, wir hatten da noch Geld offen, aber schauen wir nicht. Checken wir freundlich. Ja. So, er geht rein. So, haben wir immer noch Rechnungen? Nee, da ist keine Rechnung offen jetzt gerade. So. Dann lüttern wir es jetzt. Ich muss mal wieder auf den Kleinen umschalten. Auf den Timo. Der muss schlafen. So, pass auf. Dann lassen wir hier. Ne, ich hier mal ins Bett zu bringen. So, mach mal.
Ah, das macht er. So. Okay. Und gute Nacht. So. Und die Folge ist wieder zu Ende. Nein, natürlich nicht. Wir sind jetzt nur gerade erst angefangen. Da lassen wir nochmal einen Tag ablaufen, bevor wir dann wieder was machen. So, der ist glücklich. Der schläft. Sie schläft. Nun ist er noch wach. Ah. Wie kommt er so zu später Stund? Das verstehe ich nicht so ganz. Wie ist mit ihr zu Status? Die schläft. Okay, lass mal schlafen. So, er wacht. Dann machen wir mal schnell und lassen ihn da stehen. Der bleibt da tatsächlich stumpf stehen. Okay. Schon ein bisschen gruselig, der Typ, oder? Der bleibt da tatsächlich stehen. Die ganze Zeit bleibt er da stehen. Vielleicht sollten wir einen Stuhl da hinstellen. Es wird mir ein bisschen leid, der Typ. Der steht da so rum. Pff, ich brauche einen Stuhl für ihn. Der kann da nicht die ganze Zeit stehen. Das ist auch echt ätzend. Warum hat's, kann ich nicht? Ich hätte ein schlechtes Gewissen, oder? Puh, was ist das? $90. So ein Kissen. Das würde doch gut im Zimmer passen, glaube ich. Haben wir Farben? Wir haben andere Farben hoffentlich, ne? So. Nein. Das passt nicht so. Rot-gelb. Das sieht ganz passend aus. Das, genau, das tun wir jetzt da so. So, was auch immer. So. Gucken wir mal. Können wir uns einfach mal. So, ich hoffe, es funktioniert. Mal sehen, ob es nutzt. So. Auf geht's. Und benutzt es? Setz dich. Achso, Pause. Glaub, weiter geht's. Was macht die? Wieso lacht die? Okay. Aber er setzt sich nicht. Schade, ich dachte, er nutzt das jetzt ein bisschen. Ich kann ihn ja nicht steuern. Das ist leider. Er schläft so. Beschleunigen wir mal. Ausgeschlafen ist. Wie lange ist das Pedal noch gültig? Wie lange kann das benutzen? Ich hoffe noch als Schulkind auch noch. Spart Kosten. Dann bleibt er tatsächlich bei ihm. Das ist ja sehr fürsorglich, ne? Dafür, dass wir ihn letztes Mal sein volles Gehalt nicht zahlen konnten. Das Essen ist verdorben. Da bleibt er stehen. Aber wahrscheinlich hier die Bücher wechseln oder so. Das hat er sich immer aufs Bett gesetzt und Bücher gelesen. Das tut er jetzt nicht mehr. So siehst du. Okay. Was? Hat er gebläht? Hat er da gebläht? Die alte Sau! Der hat sich gebläht. Oh, okay, der kleine Kerl muss auch gleich auf Toilette. Oh, ist wieder kaputt. Aber wir lassen sie mal reparieren, ne? Reparier mal. So, kriegst du auch ein bisschen Erfahrung, kann ich schaden. Achso, wenn sie dabei ist, ich steuere sie jetzt doch ein bisschen. Also, nein, Gericht nehmen auf gar keinen Fall, dass sie das wegräumen eigentlich. Nee, geht nicht. Achso, ich habe ihn ja auch an. Lass ihn das mal machen, Gericht nehmen, nein, aufräumen. So. Und dann, was soll sie dann? Aufräumen, so. Alles klar. So, jetzt gehen wir wieder auf die Kleinigkeiten doch. Kleines Ding. Gut, wir kämen jetzt, glaube ich, sowieso die Haushälterin irgendwann. Oder ist sie schon, hat sie gekündigt, weil gar kein Geld aus. Sie macht sauber, okay. Hopp. Schüttet das da rein. Ach, da hinten ist die Mülltonne. Ach, ich wollte schütteln, das ist ein Sofa. Warum? Nein, sie macht sauber einfach. Sandra ist zur Arbeit, okay. Alles klar. Ja, unser Protokoll müssen wir mal immer schön aufräumen, sonst wird das über. Zack. So. Ah, ist aufgewacht. Ah, okay. Dann muss er mal ganz dringend auf Toilette. Hm, gut, das ist, so, er braucht ein Bad. Mal sehen. Oh. Das ist alles dreckig. So. Hilfe um Bad bitten. So. Wir klopfen da. Ja, schon wieder. Das ist doch sein schwuler Freund, oder? Hallo, ich stinke, ich muss baden. Mit dem Baden, schön planschen, mit Schaum.
thank you. So, gut, da geht's jetzt mal ins Bad, ne? Okay. Du bist ja auch bald jetzt in diese Stufe kommen. Boah, sag, ist gleich so weit. Kopflösung, ja. Halt lustig, schlichter. Bitte. Was ist das hier? Mitfühlend. Unsensibel. Ist auch ausgewogen, ja? Also, also unkontrollierte Emotionen. So. Glücklich, siehst du. Schon. Okay. Jetzt gehen wir mal essen. Hilfe. Getränk bitten, Essen bitten. So. So. Da ist ein Kollege, steht auch vor der Tür noch. Okay. Ja. Okay. Oh Mann. Ist klar. Achso, das können wir zumachen. So. Da jetzt gibt's Essen, lecker Essen. Yep. Da ist er. Oh, große Augen, die fallen ja fast raus, die Augen. Ha, und? So. Was hat er? Muss nicht mal sauber gemacht werden. Aber ist er ja Schüler, dann kann er ja auch ein bisschen helfen. Dann wird es auch ein bisschen leichter, hoffe ich. Was hat er da? Umziehen wegen Merkmale Neugier. So. Was ist das? Klopf, klopf, Witze erzählen. Achso, wo will er den? Klopf, klopf, Witze erzählen. Na gut. Klopf, klopf, wo ist er? Ist er noch da? Nö, der ist weg. Kann er den auch gar keinen Klopf, klopf, Witze erzählen? Dann fliegt er raus. So, was hat er hier? Den hier Unfug erzählen. Ah ja, okay, warte mal. Lustig. Einmal Unfug reden. Ja, den kann ich doch gar keinen Klopf, klopf, der ist doch gar nicht mehr da. Den kannst du nichts mehr erzählen. Der ist weg. Was ist das? Ich bin nur ein Buch vorgelesen zu bekommen. So, freundlich. Bitte zu spielen. Wiedersehen. Mehr nach Kontrolle und Geschichten erzählen. Geschichten erzählen vielleicht ganz gut. So. Können wir hier so Geschichtenzeit machen? Er ist ja da jetzt gerade, der andere nicht. Wir wollen nicht zwei Kinderbetreuer haben. Hier ist das jetzt zu teuer. Einer reicht einfach. So. Klar. So, hoch. Geschichtenzeit, aber dann bringt ihn ins Bett. Er will gar nicht schlafen, wir Geschichten hören jetzt einfach nur. So. Okay. Geschichtenzeit. So schnell kann ich klettern. Im Wald. Hilfe! Ein Monster! Schrie Anne. Aber klar doch, sagte Philipp. Ein Monster. In Pepper Hill? Pennsylvania? Laut Philipp. Oh, was? Nee. Igitt. Lauf, Philipp, rief Anna. Achso, der schläft ja schon. Achso, ich wollte gerade so ein bisschen was lesen, aber jetzt schläft er schon. Ja, tut mir ja leid. Also nächstes Mal vielleicht. Mal gucken. Vielleicht sollte ich auch die Buchseite mir irgendwie so hinlegen, dass ich das. Ah ja, gut. Naja, ein anderes Mal. Also, es hat wohl mal wieder nicht geklappt. Und hier ist überall nass. Was ist denn da los? Da hat doch jemand hingepiet.
Da kann auch kein Wasser hin, oder die Wände undicht. So, er schläft und er sitzt da jetzt so auf dem Bett und wacht. Na gut. Dann beschleunigen wir mal. Obwohl er ja noch gar nicht Nacht ist. Er sollte ja eigentlich nur Geschichten erzählen. Aber wenn er müde ist, klemmt er das Schläfchen. Soll ja auch gesund sein. Ich weiß nicht mehr, wie lange. So, du musst gleich schon wieder auf Toilette. Ach, sie ist zurück. Hat Geld mitgebracht, aber nicht viel Geld verdient, ne? Kann die eigentlich jetzt hier, weil sie ja Schriftsteller ist, kann sie da noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit reduzieren. Spaß, ich gehe, das ist mir deutlich gering. Also mit dem C ein schönes Bad nehmen hier. So, ich spiele jetzt so ein bisschen mit jetzt, ne? Einfach, weil es mir dann noch ein bisschen zu langweilig ist, jetzt zu warten, bis das Timo ausgeschlafen ist. Oh, ich weiß gar nicht, ich tue es mal so hin. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist bei YouTube, da unsere Brüste ist hoch. Habt ihr nicht gesehen. So, so, wenn sie dann fertig ist, sie ist total müde. Nö, sie ist das nicht. Sie ist einfach, weil sie sich nicht. So, pass auf. Bestellung, Programmieren, Üben. Community. Kurzauftritt verfassen. Gut. Ob ihr hoffentlich mit ihr da Spaß haben. Ne? Weil wenn der Beruf und Hobby und so, dann passt das an dich. Dann macht ein schönes Essen, ja? Okay. Ein schönes Essen gemacht. Hat sie Hunger? Okay, warte mal. Lass mal das mit dem Computer erstmal. Lass mal erstmal essen. Essen rufen, ein Gericht nehmen. So. Eine Team hat bestimmt auch. Der kann auch einen Teller nicht. Blöde Kuh. Hier aus dem Weg. Gericht nehmen. So. So. Aufstehen, du hast Hunger. Und du musst auf Toilette auch noch. Ach du Scheiße. So, Töpfchen geht so. So. Dann gehen wir also auf Töpfchen. Und dann ein Gericht nehmen. So. Machen wir so, ja? Okay, Timo? Alles klar. Guten Morgen, Timo. Oh, ist schon ein bisschen voll, ne? Stapel mal drauf. So. Komm, dann so. Ach, stimmt, wir haben nicht mehr für alle Räume nicht, ne? Wir haben schon alles verkauft, ja. Okay. Alles klar, jetzt wird noch gegessen. So, macht sie, was hat sie auf dem Programm nochmal? So, das kann ich gleich machen. Sandra, das ist ja bitten, das kann man gleich machen. Jetzt isst du doch erstmal. Okay, der ist da. Sie hat jetzt keinen Spaß. Sie muss auf Toilette. Dann müssen wir sie gehen. Teile plündern, wegwerfen, so. Und aufräumen. Wir werden mal ein bisschen säubern, so. Irgendwo war ein Geräusch da. Achso, wenn sie dabei ist, säubern. Alles klar. Nehmen wir wieder auf. Was macht er denn da? Jetzt hat er auf dummes Zeug wieder vor. Ah ne, er ist da weiter. Achso, okay. Jetzt ist er fertig mit Essen. Was ist das? Wenn wir mit denen hier reden. Lustiges. Aber eine Geschichte erzählen. So. Wenn wir ihr was erzählen, ne? Sandra des Seppeln. Achso. Hirsch. Was haben wir noch? Aktion? Ja. Lustig. Klopf, klopf, jetzt, erzählen. Wir putzen. Das ist ja gar keine Lust, echt total toll.
and Zanook. Kasana. Ooh, Harden of Zeus. Sorghum. Tananiwa. Hab ich schon gesagt, dass ich das hier noch wegräumen muss? Das muss ich weglegen. So. Yabano Bujing. So. Klar. Was macht er denn jetzt? Oh, sie macht. Er macht Dreck. Nein. Fernbedienung gefunden. Da lacht sie. Noch eine Fernbedienung. Hm. Okay, ich probier auch noch eine Fernbedienung. Und. Was ist noch eine Fernbedienung. Okay. Ja, eine doofe Fernbedienung. Was ist denn da? Charib Safri. Manji, but so, kann man das sehen? Lustig, alles freundlich. Oh, Yimsy. Ich bin jetzt sehr, wenn so viel noch Fleisch kann. So. Oh. Die ist schon wieder komisch, die Frau. Okay. Er spielt. Alles klar. Sie wollte jetzt einen Computer? Nein. Hä? Was macht sie jetzt? Macht gar nichts. Ich habe gedacht, du machst jetzt Programmieren üben. Komödie. Witze schreiben. Mach mal Witze schreiben. Hast du Lust? An ihre Energie ist schon sehr niedrig. Vielleicht macht ihr Spaß. Witze schreiben macht ihr keinen Spaß? Nee, es macht ihr keinen Spaß. Das ist für sie nur Arbeit, glaube ich, anscheinend, oder? Okay, es macht hier keinen Spaß. Na, soll ich sie erstmal schlafen gehen? Dann lass mal das mit dem Scheißkopf hier rein, wenn es keinen Spaß macht. So. Der hört es auch komisch vor sich hin. So, bei dir ist alles gut. Ob wir denn mal was anziehen hier? Was hältst du davon? Oh, das hier. So, machen wir es. So. Pack da wieder eine schöne Kiste rein. Ja, hier liegt der. Deswegen kommst du her. Okay, schlaf gut. Ja, trink noch was. So. Was? Hier hast du kein Glas. So, was macht er jetzt? Hoppelt da rum. Okay. Weißt schon, was du da machst, oder? Okay. Der tanzt da rum, da ist gar keine Musik. Musik fehlt dir, ne? Kommt bald wieder neu. Ein bisschen was verdient haben. So. Achso, was kann er hier mitmachen eigentlich? Sitzen die Gäche mal. Sitzen wir da hinsetzen? Schön. So. Genau, nur was wir oben spielen. Siehst du wohl. Perfekt. Was denn? Ja. Das sind natürlich alle Türen offen. Ah, ein Laster. So. Okay, was haben wir denn? Wie ist das vor? Also, er sitzt da ganz komisch, grinsend. Tuning-Teile. Ich weiß nicht, was diese Tuning-Teile bringen sollen. Ich weiß gar nicht, was gut ist. Sie schläft. Okay. Aber er hat Spaß. Sie lacht im Schlaf. So, was hat er denn hier im Programm? Was haben wir jetzt? Buch vorgelegt zu bekommen. Ich glaube, da muss ich mal hier hin scrollen. Ich glaube, hier war noch ein Bücherregal. So.
Buch lesen. Komm. Öffnen, spielen, ne, Buch lesen. Achso, hm. Ah. Ne, da muss ich. Irgendwie muss das doch. Muss ich den hier aktivieren dafür, ne? So, bitte mitzumachen. Hilfe, Bad, Essen. Ne. Freundlich. Geschichtenhilfe, mehr Auswahl. Über Superhelden reden, Prinzessin reden, über Party, Lieblingsreden, Kunst reden, Dinosaurier reden, zu schauen, umarmen. Hm. Hä? Wo kann ich denn hier Buch vorlesen? Flashkarten spielen vielleicht mal ein bisschen. Buchstaben lernen, Objekte lernen, Buchstaben lernen. Hopp. Wo ist denn der? Da ist er. Tuck, 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 tuck. Hallo? Der ist irgendwie weggetreten, kann das sein? Hallo? Klappt irgendwie nicht. Freundlich. Vielleicht wieder ein bisschen geknuddelt werden, vielleicht hilft das ja. Sprechen ja. Klappt nicht. Mal weg. Gehen wir da hin. Na komm. Na geht doch. Oh Mann. Ein bisschen hakelig sind die KIs hier so ein bisschen, kann das sein? So. Freundlich. Weltfragen, Flashkarten, Bildschirmspielen, Fragen, warum? Geschichten erzählen. Geschichtenhilfe. Was ist denn da rein? Hm. So. Ja, tatsächlich. Okay, das war's. Ist klar, was haben wir hier? Das ist viel. Mhm. Die schläft immer noch. Ja, das lag nochmal auf dem Kopf, die schläft noch. Schläft noch. Oder oh, schläft, lass das weg. So, mit Spielzeug spielen. So, das war's schon. Mit Spielzeug spielen. So. Nimm den. Ja, er muss raus da. Hm, das klappt nicht. Hochheben. Machen das weg. Okay. Auf geht's. So. Oh, ist das kaufen? Spielzeug kaufen? Was kann man für Spielzeug kaufen? Mal schauen. Wir haben, glaube ich, alles schon, ne? Alles an Spielzeug, was es so gibt. Wir haben Schmetterling schon. Wir haben auch nicht so viel Geld, müssen wir ein bisschen gucken, ne? Aber ist auch nichts dabei, wo ich sage, wow, das würde er jetzt unbedingt haben. Alles so ein Scheiß. Nö, da ist nichts dabei. So, öffne, spiele, spiele. Nein, Idiot. Sagt nichts dazu. Bitte kaufen, mit Spielzeug spielen. So. Lalalala, das nehmen wir den hier. Tschüss. Geht spielen. Lalalala. So. Mitmachen, ja, so. So. Dino, ne? So. Ah, das ist eine Packsau. Igitt. Kinesi Lima Penev. Frong. Besäuf. Das ist voll eklig geworden, der Typ. Der war doch sonst nicht so, oder? Ja. Ah, pass auf, dann müssen wir auf Toilette gehen. Tiny Chof. Sigluna Tweed.
Stabil, Achtsamkeit. Aber irgendwie wirkt das nicht. Sie hat das negativ. Hat überhaupt keine Wirkung. Ja, das interessiert eigentlich gar nicht wirklich. Was sein? Da pack ich das mal weg. Und dann, Geschichtenzeit. Geschichtenzeit. Ja, so. Packt ihr das mal brav weg, ne? So ordentlich ist er ja. Also, ich war nie so. Was macht er sich dann? Je Navi! Sind den hoch? Er soll aber auf Toilette gehen. Ist er doof? Hm? Ihr werdet euch einig, oder? So, und danach ist Geschichtenzeit. Was müssen wir machen? Oh, happy. Jetzt geht's los. Banker. Bettzeit. Und dann versuchen wir es nochmal. So. Und jetzt ab ins Bett. Und dann gibt's die gute Nachtgeschichte. Legt euch zurück, macht euch gemütlich und es geht los. Oh Mann, das hatte man davon, wenn man seine Schwester mit seiner, seine Zeit mit seiner siebenjährigen Schwester verbrachte. Für Anne gab es nichts Schöneres, als sich ständig etwas Verrücktes vorzustellen. Aber Philipp war schon 8,5. Ihm waren Tatsachen lieber. Pass auf, Philipp, das Monster ist hinter dir her. Komm, wir laufen um die Wette. Ja, komm, wir laufen um die Wette. Passt ja gar nicht. Aber er schläft schon. Und so an dieser Stelle wünsche ich euch auch schon mal eine gute Nacht, wenn das denn soweit ist bei euch. Und ja, ich glaube, das Buch einfach zu ist ja scheißegal, welcher Artikel ich da gerade lese. So, also habt euch wohl. Bis demnächst. Euer Jockel. Und dann, ich müsste ja jetzt so langsam eigentlich, ne? Es wäre jetzt so weit. Gucken wir mal. Bis zur nächsten Folge. Ciao.